Hallo alle miteinander, mein Name ist Marcel und ganz herzlich willkommen zu endlich mal wieder einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal Drawing Like a Sir. Heute gibt es ein Video zum Thema Anatomie, genau gesagt, wie man Männer richtig und auch halbwegs detailliert zeichnet. Und ganz wichtig, bevor wir anfangen, ist aber, wenn du ein absoluter Anfänger im Thema Zeichnen bist und dich nicht so wirklich viel traust, dann würde ich dir eher dieses Tutorial hier ans Herz legen. Das ist mein Männerzeichnen-Tutorial so richtig easy. Ihr wisst schon, mit Strichmännchen und einem langsamen Tempo. Dieses Video heute ist schon fast sowas wie ein Remake von diesem alten Video, aber ich möchte heute zusätzlich noch etwas detaillierter auf Muskeln und wichtige Dinge eingehen, die ich im ersten Video nicht erwähnt habe. Also, dann würde ich mal sagen, hauen wir rein, oder? Wie ihr vielleicht wisst, habe ich im Anfängervideo alles anhand eines Stickmans, also eines Strichmännchens, erklärt. Aber hier legen wir einen Gang zu und schneiden den groben Körperaufbau nur sehr kurz an. Also, der Verständlichkeit halber, fange ich einfach mal mit dem Kopf an und wir arbeiten uns von oben nach unten durch, okay? Zuerst wäre also der obere Teil vom Oberkörper dran. Der besteht aus einem Viereck für den Hals, zwei Dreiecken und zwei Kreisen. Wie das jetzt alles genau zusammenhängt, erkläre ich später. Erstmal wollen wir den Körper zum Stehen bekommen. Die Form für den Brustkorb darf natürlich auch nicht fehlen, die geht erstmal nach unten schlank zu. Vergesst hierbei nicht, der Mensch hat 12 Rippen auf jeder Seite, der Brustkorb wird also dementsprechend lang. Von der Höhe her sind wir jetzt ungefähr auf der Ebene vom Bauchnabel. Wir brauchen also noch ein Viereck, um den Rest vom Bauch mit aufs Bild zu bekommen. Dieses Dreieck hier steht übrigens für die Leisten und dann ist ja praktisch schon die Hälfte vom Körper fertig gezeichnet. Pausiert das Video übrigens gerne, wenn es euch zu schnell geht, und im schlimmsten Fall könnt ihr das Video auch einfach auf halber Geschwindigkeit anschauen. So, jetzt geht's aber weiter mit den Beinen. Die Oberschenkel zeichne ich immer mit langen Ovalen ein. Falls ihr noch keine richtige Vorstellung von den Maßen habt, das Oval ist ungefähr so lange wie der Brustkorb oben. Die beiden Kniescheiben zeichnen wir als Kreise ein und der Rest vom Bein sieht aus wie der Oberschenkel, nur eben sehr viel dünner. Die Füße werden vorerst Dreiecke und schon haben wir fast alles am menschlichen Körper mehr oder weniger geometrisiert. Hier aber noch ein kleiner Geheimtipp, die Waden sollte man immer nochmal extra hervorheben. Also dieser Teil am Schienbein wird etwas breiter gezeichnet. Das Zeichnen von den Armen läuft jetzt genauso ab wie das von den Beinen. Mit einem kleinen Unterschied, Ober- und Unterarm sind ungefähr gleich dick. Dicke Oberarme und Muskeln können wir ja alles später machen, es geht hier erstmal nur ums Grundgerüst. Am Ende von diesem kleinen Warm-up gibt es jetzt noch ein paar kleine Infos, die sehr wichtig sind, wenn ihr Proportionen zeichnen möchtet und immer im Kopf behalten solltet. Zum Beispiel, dass Bauchnabel, Ellenbogen und das Ende vom Brustkorb in dieser Position immer auf derselben Höhe sind. Außerdem, der Mensch besteht zur Hälfte aus Beinen. Achtet also darauf, dass die Beine dementsprechend lang sind. Im Zweifelsfall, falls ihr euch nicht sicher seid, längere Beine sehen besser aus als kurze Beine. Und zu guter Letzt, die Gliedmaßen sollten möglichst nicht kerzengerade sein. Menschen haben meistens eine sehr entspannte Haltung an sich und stehen nicht da wie Roboter oder Soldaten. Achtet also besonders darauf, wenn ihr Arme und Beine zeichnet. Okay, das war ja jetzt eine nette kleine Aufwärmrunde, aber wirklich viel weiter als im Anfänger-Tutorial sind wir ja bisher jetzt noch nicht. Also fangen wir jetzt endlich mal mit den Details an. Und zwar beginnen wir wieder ganz oben, nämlich mit den Nackenbeugern. Diese beiden Muskeln verlaufen hinter dem Ohr bis vorne hin zum Schlüsselbein, also mehr oder weniger V-artig. Und das Schlüsselbein geht bis hin zu den Schultern. Ob ihr das jetzt gekrümmt macht oder gerade bleibt, ist voll und ganz euch überlassen. Hier wird's jetzt etwas tricky, an beiden Schultern sitzt nämlich der, oder besser gesagt, die Delta-Muskel. Diese Muskeln laufen spitz zu an beiden Seiten und trennen den Bizeps vom Trizeps. Der trennt also praktisch euren Muskel auf der Vorderseite vom Arm von dem auf der Hinterseite vom Arm. Und den auf der Vorderseite, nämlich den Bizeps, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Der wird ja bei muskulöseren Personen immer etwas ausgeprägter, größer und breiter gezeichnet. Und den gerade eben erwähnten Muskel hinten dran, den Trizeps, den sieht man von hier aus tendenziell weniger. Das Ende unten vom Bizeps wird vom Einwärtsdreher verdeckt. Das ist einer der beiden Muskeln, den man am Unterarm hat. Und ja, zum Schluss vom Arm fehlt eigentlich nur noch die Hand.
Seid mir nicht böse, dass ich hier nicht mehr ins Detail gehe, aber so ein 10-Minuten-Video zu animieren ist schon aufwendig genug. Ich möchte hier nicht eine halbe Stunde draus machen. Zum Thema Arme detailliert zeichnen habe ich nämlich schon ein sehr ausführliches Video, allerdings habe ich auch schon ein paar zum Thema Hände zeichnen. Aber jetzt weiter im Text, wo es nämlich richtig spannend wird, ist bei der Brust. Die Brust besteht aus 4 Brustmuskeln auf jeder Seite. Und die kommen alle aus dem Eck raus, wo der Bizeps und der Deltamuskel sind. Diese Brustmuskeln verteilen sich dann über die jeweilige Hälfte von der Brust. Ach ja, und vergesst nicht, die Brust nach unten etwas sacken zu lassen. Wenn es um den Rest vom Oberkörper geht, ist es übrigens voll und ganz euch überlassen, wie breit ihr diese Person jetzt genau zeichnet. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier nochmal richtig Muskelmasse mit dem Latissimus und dem Sägemuskel mit reinbringen oder ihr lasst die Figur eben einfach etwas schlanker. Der Latissimus ist übrigens dieser Rückenmuskel, den man auch von vorne sehen kann. Besonders Bruce Lee hier war zum Beispiel sehr bekannt für seinen Latissimus. Ich persönlich zeichne den gerne mit rein, dann sehen die Charaktere aus wie diese lustigen fliegenden Eichhörnchen mit ihren kleinen Flügeln an der Seite. Sorry, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau, Bauchmuskeln, genau. Was den Körperbau in der Bauchregion angeht, variieren die Körpertypen meistens sehr drastisch. Man kann extreme Bauchmuskeln einzeichnen, man kann zusätzliche Muskeln, wie zum Beispiel die Sägemuskeln mit einzeichnen, man kann einfach nur eine schlanke Person zeichnen, bei dem man nur einen Teil vom Brustkorb noch durchsieht und so weiter und so weiter und so weiter. Falls ihr Sixpacks und sehr detaillierte Bauchmuskeln zeichnen wollt, könnt ihr euch sehr gerne mein Video zu dem Thema ansehen. In diesem Fall hier solltet ihr einfach nur wissen, dass so ungefähr die Bauchmuskeln aussehen. In meinem Fall hier deute ich die nur mit ein paar Strichen an. Das wirkt nicht extrem muskulös und ultra übertrieben, aber trotzdem noch irgendwo glaubhaft. Neben den normalen Bauchmuskeln haben wir links und rechts allerdings auch noch den queren Bauchmuskel. Der führt zu den Linien, die ihr meistens bei sehr durchtrainierten Kerlen seht. Und der Rest vom menschlichen Körper ist eigentlich relativ easy. Beim Oberschenkel haben wir jeweils einen fetten Muskel, der sich jeweils nach innen wickelt. Die Kniescheiben könnt ihr auch einfach leicht andeuten und dasselbe gilt auch fürs Schienbein. Und wenn wir jetzt bei den Füßen links und rechts die jeweiligen Knöchel eingezeichnet haben, können wir es dann glaube ich auch bei den Zehen belassen und somit ist dann doch der weitaus detailliertere Körper fertig gezeichnet. Wichtig ist jetzt für euch, je detaillierter ihr diese Muskeln mit eingezeichnet habt, desto durchtrainierter und muskulöser wirken eure Charaktere. Wenn ihr die Muskeln beispielsweise nur leicht andeutet, kann man immer noch erkennen, dass es sich hierbei um einen durchtrainierten Charakter handeln soll, allerdings wirkt es trotzdem nicht zu übertrieben. Wie ihr dieses Wissen, was ihr hier gelernt habt, jetzt vertiefen könnt, ist, wenn ihr dieses Wissen anwendet und anfangt zu üben. Vielleicht traut ihr euch ja mal daran, diese Muskeln aus anderen Blickwinkeln zu zeichnen. Hier habe ich als kleine Hilfe einen Körper mit Color Coding gezeichnet, vielleicht hilft das ja beim Üben aus verschiedenen Blickwinkeln. Macht euch also sehr gerne einen Screenshot hiervon. Oder ihr übt einfach, indem ihr verschiedene Posen mit der Figur zeichnet. Da wäre mein Video zum Thema Posenzeichnen zum Beispiel ein sehr guter Anfang. Oder vielleicht wollt ihr eurem Charakter jetzt erstmal Kleidung geben und Faltenwürfe üben. Oder ihr macht noch mehr Anatomieübungen und lernt, wie man einen Penis. Okay, ich glaube, ihr habt's verstanden. Ich habe zu so gut wie jedem Thema schon Tutorial auf meinem Kanal gemacht und die noch fehlen, die kommen demnächst noch. Ich habe eine ganze Tutorial-Playlist, da findet ihr so ziemlich alles. Von Tutorials, wie ich meine Manga-Seiten zeichne, bis hin zu Tutorials, wie man... Ihr wisst schon, ne? Wenn ihr wissen möchtet, mit welchen Stiften und so weiter ich zeichne oder auf welchen Messen ihr mich als nächstes treffen könnt, dürft ihr das liebend gerne auf meiner Homepage nachlesen. Ich gebe auch mein Bestes, dass das immer möglichst aktuell ist. Ihr wisst, meine Videos sind zu 100% kostenlos für euch und wenn ihr den Arbeitsaufwand hinter meinen Animationen, Grafiken und Tutorials, die ich für euch mache, zu schätzen wisst, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und ein liebes Kommentar freuen. Ja, und mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Ich sollte mich, glaube ich, auch bei euch bedanken, ne, dass ihr überhaupt zugeschaut habt. Und ich wünsche euch noch viel Erfolg auf eurem Weg zum Zeichner. Ich hoffe mal, ich habe euch heute so ein bisschen weiterhelfen können. Mein Name ist Marcel und man sieht sich dann entweder auf einer Messe oder halt im nächsten Video hier auf meinem Kanal Drawing Like a Sir. Ciao!